Topfgucker TV empfiehlt. Herzlich willkommen in der Weggenbergbaude, in der Küche. Wir machen heute ein Lausitzer Karpfenmarket. Karpfen deswegen, weil das hat eine lange Tradition in der Lausitz. Seit 750 Jahren wird die Fischzucht in der Lausitz betrieben und wir verarbeiten sehr gerne heimischen Fisch und da ist der Lausitzer Karpfen ideal dafür geeignet. Dieses Karpfenmarket ist wunderbar zum Grillen geeignet, man kann es aber auch im Backofen machen, so wie wir es heute mal probieren. Dazu stellen wir erstmal eine Marinade her aus Zwiebeln, dann einer Chilischote. Die Kerner machen wir raus, die Kerner sind sehr scharf, wir wollen nicht ganz so viel Schärfe in unserer Marinade haben. Deswegen die Kerne aus der Peperoni raus. So. Dann schneiden wir die Zwiebeln in kleine Würfel. Das ist alles eine Schüssel. Dann geben wir den Saft von 2 Zitronen dazu. Dann geben wir frischen Koriander dazu. Den können wir so klein rupfen. Ein bisschen Öl. Und Salz und Pfeffer. So, die Marinade lassen wir jetzt ein wenig ziehen. Und jetzt nehmen wir uns den Fenchel. Schneiden uns den Strunk raus und lassen uns ein wenig grün zur Deko übrig. Und den restlichen Fenchel schneiden wir in grobe Stücken. Für unser Karpfenpaket, da wird dann unser Karpfen drauf gebettet, quasi auf dieses Fenchelbett. So, für unser Karpfenpaket nehmen wir jetzt ein bisschen Alufolie und darauf habe ich jetzt Backpapier gelegt, damit der Karpfen dann nicht anhaftet. Und geben wir jetzt ein wenig Öl drauf. Dann nehmen wir uns ein wenig Fenchel. Legen ihn hier drauf. Dann nehmen wir das Karpfenfilet. Und das am besten vom Fischhändler Gräten schneiden lassen. Das ist ein grätengeschnittenes Karpfenfilet. Das sieht man daran, dass halt diese Lamellen sind. Und diese ganzen kleinen Gräten, die man so beim Essen spürt, sind dort geschnitten. Und das da merkt man dann keine einzige Gräte mehr. So, auf dem Karpfen kommt dann ein wenig Koriandersamen, ein bisschen Orangenabrieb. Dazu am besten eine Bio-Orange nehmen, die sind auf jeden Fall unbehandelt. So, und dann tun wir unseren Fisch würzen mit ein wenig Salz und Pfeffer. Und dann geben wir unsere Chili-Marinade hier drüber über den Fisch und verschließen das Karpfenpaket so, dass da ein bisschen Luft dazu kommt. Also nicht zu eng, damit sich das Aroma schön entfalten kann. Jetzt kommt das Karpfenpaket im Ofen, am besten für 18 Minuten bei 200 Grad. Alternativ dazu wickeln wir das Karpfenpaket in ein Rhabarberblatt ein. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern sieht auch optisch sehr gut aus. Dazu nehmen wir auch wieder unseren geschnittenen Fenchel. Nehmen wieder ein grätengeschnittenes Karpfenfilet, würzen das wieder mit Salz und Pfeffer, ein wenig Koriandersamen und Orangenabrieb und wickeln das Karpfenfilet in das Rhabarberblatt ein. Und damit unser Paket schön zusammenhält, fixieren das Blatt mit dem Karpfen hier. Und das könnte man bei 10-12 Minuten auf den Grill legen oder in den heimischen Backofen. So, nach 20 Minuten
nehmen wir das dann aus unserem Backofen raus. Das Karpfenpaket. Schön gleich in der Folie so anrichten und so rausgeben. Ja. Und unser im Rhabarberblatt gebackenen Karpfen. Die Nadeln raus und machen das auch auf. Und da kann man sogar die Verpackung mit essen. So, und dazu am besten ein Roggenbaguette und dann guten Appetit. Ich würde mich freuen, Sie bei uns auf dem Meckenberg begrüßen zu dürfen für die eine oder andere Köstlichkeit aus der Oberlausitz, regional, saisonal, anders. Alle Gastgeber und Rezepte mit der Topfgucker TV-App in deinem Store oder unter www.topfgucker-tv.de.